Und was ich nicht vergessen darf, der Shop ist geöffnet immer von Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Also, besten Dank und Bühne frei für Robert. Bravo! So, vielen Dank, dass so viele Leute da sind. Da sieht man, das Interesse für natürliche Gesundheit ist groß, das Angebot ist aber klein. Wenn überhaupt was angeboten wird, dann minderwertige Sachen, unnötige Informationen, die nicht weiterbringen, und irgendwann verlieren die Leute den Spaß daran. Das habe ich mir vorgenommen, Menschen aufzuklären. Ihr seht, ich bin ständig unterwegs. Dieses Jahr habe ich nicht so extrem angefangen. Voriges Jahr habe ich in 365 Tagen 300 Vorträge gehabt. Ich habe immer nur den Dienstag frei gehabt, sonst war ich die ganze Woche. Bedeutet, ich war überall, ich war in Kuba, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, gleichzeitig 18 Prozesse geführt, mehr oder weniger Wettbewerbe, das habe ich zwischendurch so als zum Warmhalten gemacht. 500.000 Euro Anwaltskosten, 400.000 Euro Strafe und noch 10 Tage Gefängnis auch noch obendrauf, weil eine Frau sich bedankt hat bei mir. Herr Franz, Sie haben mir geholfen, was viele Leute auch machen. Ihr habt euch selber geholfen. Ich habe euch nur die Informationen zur Verfügung gestellt. Und dann sagt, löscht es das E-Mail von dieser Frau? Habe ich gesagt, nein, ich mache nicht. Für mich ein Mensch kein E-Mail, für mich ist ein Mensch ein Mensch. Und der kann sich höchstens selber löschen, nicht ich. Habe ich 10 Tage Gefängnis gemacht und noch 5.000 Euro Strafe bezahlt, sodass ich bin der Einzige, der da geblieben ist. Egal, ob ich aus der Schweiz rüber, da sind die Pharmakonzerne, sagt Robert, haben Sie noch nicht abgeknallt? Sein, nein, bis jetzt noch nicht. Und darum nutze ich den Effekt aus, dass umso mehr Leute aufgeklärt werden, dass bis die Pharma reagiert, dass die Leute schon wissen, wir brauchen keine Pharma. Wir brauchen höchstens Ärzte, die uns zusammennehmen. Durch die moderne Gesellschaft passiert mal ein Unfall, wir fahren schnelle Autos, schnelle Motorräder, Wohlstand ist da. Für das kann mich jemand zusammennehmen, aber sonst brauchen wir keine Ärzte. Solange bei mir ein Arzt ein Rezept ausstellt und auf dem Rezept steht, dass Nebenwirkung Schlaganfall, Herzinfarkt und die alte Oma nach 2 Stunden stirbt, unschuldig irgendwo, egal ob Schöffland, wo auch immer, in welchem Kanton, ist nicht Sinn der Übung. Und deshalb sage ich, in der Natur gibt es keine Ärzte, es gibt keine Krankenkasse, es gibt keine Krankenhäuser, es gibt nur Leben oder Tod. Und das müssen wir unser Leben auch akzeptieren. Wir haben Leben, wir haben natürliche Gesundheit, wir haben davon mächtige entfernt. Ihr seht zum Beispiel nur, ihr alle seid angezogen da im Saal, wir sind nachgeboren. So müssten wir eigentlich auch leben. In Afrika, wenn einer geboren ist, mehr oder weniger kriegt er einen Fetzen auf die Beine oder zwischen die Beine. Und so wie ich sage, wir sind alle angezogen. Nach der Geburt kommen schon die ersten Strumpfhosen, was auch immer, T-Shirts, Windel, Hosen. Im Winter kommt der Mantel, bedeutet, wir sind ganz weit weg von der Natur entfernt. Und das hat mich auch dazu gebracht zu denken, was wir eigentlich für eine natürliche Gesundheit brauchen. Jeder verkauft Noni, Maki, Kaki, Reishi, wie auch immer das ganze Zeug hält. Urwälder werden abgerodet, Leute werden verdummt. Da gibt es mal wichtig was, Graviola-Welle, von wo auch immer, von Australien. Wahrscheinlich hat die alte Frau Blähungen gehabt und hat sie kuriert. In der Schweiz heilt er schon Krebs. Und das heißt, wir müssen gesunden Menschenverstand verhalten, egal ob Robert Franz auf der Bühne steht, wie es ja auch immer heißt, Dr. Coldwell, wie auch immer, die großen Propheten der Naturmedizin, erstmal den Typen anschaut, der auf der Bühne steht. Wenn bei mir auf der Bühne einer hingeht, der, ich weiß, eine Perücke auf dem Kopf hat, ein künstliches Gebiss und aus allen Nähten platzt und sagt, ich mache euch gesund, dann würde ich daran zweifeln. Und da haben sie die Leute, ich stehe als Beispiel da, ich bin erstmal kein Mediziner, kein Heilpraktiker, ich bin Automechaniker. Jeder von euch schafft das Wissen locker, nach dem Vortrag, was ich habe, zu übernehmen. Zweitens, es gibt den Leuten auch das Vertrauen. Ich habe überall Vertrauen, obwohl ich barfuß in mittellangen Haare auftrete. Die Leute haben Vertrauen in mich. Warum? Weil mein Leben kein Theater ist. Ich bin nicht auf der Bühne jetzt aufgetreten, um Theater zu spielen, den großen Guru zu spielen, sondern ich weiß, die Information, was sie von mir kriegt, für manche sind lebensrettend. Die manche Leute stehen von euch kurz vor dem Abgrund. Sie haben Riesenodyssee hinter sich. Manche sind in Rollstühlen, in Krücken, was auch immer. Die anderen sind fast tot operiert worden. Und ich bin der Typ, der sagt, nein, ich brauche keine Ärzte. Schaut mich an. Ich sage immer, ich bin der ungesündeste Mensch. Viele sagen, Herr Franz, Sie können Vorträge über Ernährung halten. Ja, es sind andere, die sollen über Ernährung halten. Ihr könnt über Wasser halten. Nein, ich will die Leute frei leben lassen. Ich will euch nicht da auf diesem Planeten knechten, zu Vegetarier machen. Vielleicht wäre es auch gut dran zu denken, Vegetarier oder manche Tage mal Vegetarier zu bringen, dass nicht so viel Tierleid ist. Werden Tiere geschlachtet, Tiere werden Massenhaltung gehalten. Okay, in der Schweiz ist ein Beispiel. Mein Hundefutter ist auch von freilebenden Hühnern von der Schweiz, ist Hundefutter, was ich habe. So, ich habe auch Respekt vor der Kreatur. Aber so ich sage, irgendwo unsere Gesundheit haben wir in der Wiege gelegt, nur wir machen nichts dafür. Darum, immer wenn ich einen Vortrag habe, sage ich den Leuten, denkt mal rüber, für was seid ihr eigentlich dahergekommen? Kommt der verrückte mittellange Haare, Sensation, oder habt ihr entschieden, irgendwann drückt der Schuss so stark, dass ich etwas für die Gesundheit machen will. Und in meinem Internet sind hunderte Videos von mir, wenn du eingibst, Angela Merkel, Obama, Trump, erscheint Robert Franz, selbst wenn du einen großen Schlumpf eingibst, das sind die ganzen Internets voll. Warum? Weil die Menschen haben
sich gewöhnt, meine Videos zu multiplizieren. Viele Videos habe ich löschen müssen. Habe ich Strafe bekommen, 250.000 Euro. Die kann ich einmal, zweimal bezahlen. Das dritte Mal ist aus die Maus. Kann ich nichts mehr machen. Und die Leute haben das multipliziert. Und deshalb finde ich auch toll, 400 Leute bei einem Vortrag sind vielleicht 10.000, 15.000 Leute, weil ihr gibt das Gute auch weiter. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich eigentlich machen, um gesund zu werden? Ich sage, Ernährung will ich euch nicht nehmen. Ihr seid auf dem Planeten zu leben. Jeder will einen guten Rotwein trinken, will einen Steak essen, was auch immer. Einer will mal rauchen. Ich will euch gar nicht eure, was auch immer, Hobbys wegnehmen. Aber was ich machen will, ich will euch ein Fundament geben. Fundament bedeutet, ihr, nachdem ihr die paar Sachen nimmt, steht ihr toll im Leben. Genau dieses, was auch immer, die Aula von diesem Saal ist auf ein Fundament gebaut worden. Ein Haus hat ein Fundament. Fremdsprache, ich kann den Vortrag, wenn ihr wollt, jetzt in Englisch halten, wenn ihr wollt, Rumänisch, Ungarisch, Deutsch, mehr oder weniger Akzent. Man sieht, ich komme von Rumänien, von Temeswarte, warte Aufstand, wo sie den Ceausescu eigentlich weggefegt haben. Irgendwann haben die Leute genug, aber in unserer Gesellschaft werden solche Sachen nicht passieren. Da wird keiner sich erheben, solange was zu essen hat, solange warm Wasser fließt, solange was zu trinken ist, werden die Leute ganz gemütlich sein. In dem Moment, wo sie den Leuten das Essen weggenommen haben, da hat es richtig geknallt. Das war der größte Fehler, was Systeme machen, dass sie die Leute aushungern lassen. Deshalb setzt sich auch die Menschen in Bewegung in Afrika. Ich sage immer, müsste nicht sein, wir könnten es viel ändern, dann ist es auch keine Grenze, egal ob Schweiz, Österreich, Deutschland. Was wir machen müssen, wir müssen uns einfach denken, wir leben auf diesem Planeten, das Planet Erde. Wir haben eine gewisse Anzahl von Rohstoffen, mit denen müssen wir zurechtkommen. Es wird nicht mehr kommen, vom All werden keine Außerirdischen mal was darunter werfen. So, meine Meinung ist, was ich immer bei Vorträgen sage, meine Familie hat 7,5 Milliarden Menschen. Jeder von euch weiß, jeder von euch lebt seine Familie, die Gefühle für meine Tochter, für meinen Sohn, für meine Frau. Ich sage immer, wenn mein Sohn was zu essen hat, seid ihr mir wichtiger. Und ich sage immer, wir schränken uns zu viel ein. Wir sind eigentlich eine große Familie, egal ob ich in Schweiz bin, Deutschland, wo auch immer. Wir leben auf dem Planeten, wir können Kriege führen, wir können uns versklaven und wir können brüderlich teilen. Und es ist genug für alle da. Nur wir lassen uns ausspielen. Warum? Weil eigentlich glauben, immer einen Vorteil zu erhaschen. Es gibt keinen Vorteil im Leben. Es ist alles da. Ihr seht, ich habe auch manche Zeiten gehabt, habe nicht einmal 10 Cent, habe gefrorene Äpfel in der Weinberg gegessen, nicht einmal 10 Cent auf dem Konto. Okay, jetzt mehr oder weniger kann ich leben, aber mit dem Geld, was ich habe, werde ich noch mehr Menschen helfen. Aber ihr seht, es gibt keine Grenzen. Ihr selber entscheidet, was ihr im Leben macht. Nur Voraussetzung, um etwas im Leben zu machen, ist was? Nicht euer Kontostand, nicht euer Porsche, nicht euer Villa, nicht eure 100 Hektar, was ihr habt, sondern eure Gesundheit. Und keiner hat es den Leuten beigebracht, dass Gesundheit das wichtigste Leben ist. Wenn ich gesund bin, kann ich unter der Brücke leben. Wenn ich gesund bin, kann ich als Milliardär durch die Welt reisen. So, also Gesundheit ist auch noch. Und was wir haben auch alles in der Schweiz. Wir haben tolle Autos, tolle Häuser, was auch immer, tolle Jobs oder was. Was wir nicht haben, wir haben keine Gesundheit. Und keiner will euch Gesundheit geben. Warum? Gesundheit ist das beste Mittel, um Leute abhängig zu haben. Und ich will, dass die Leute unabhängig sind. Ich sehe, wie unabhängig ich bin. Mich hat nichts stoppen können. Mich stoppt keine Pharma, mich stoppt keine Regierung, kein Finanzamt, keine Polizei. Ihr seht, seit 7 Jahren bin ich unterwegs. Okay, mehr oder weniger, ich weiß, kann ich Menschen helfen, aber ich sage immer, Gesundheit ist das Beste, was ihr machen könnt. Nur um gesund zu sein, es bedarf 5 Sachen. 5 Prinzipien und das sind für mich die wichtigsten. Wenn einer von euch zu mir kommt, ich bin kein Arzt, kein was auch immer, viele von euch habe ich beraten, obwohl es verboten ist, bei mir gibt es keine Verbote. Wir sind auf diesem Planeten freigeboren, angstfrei geboren, frei vor jedem System, alles, was uns knechten will. So, ich sage, solange ich Gutes mache oder gar nichts, muss ich mich keinem System stellen. Und ich habe auch keine Gesetze. Ich bin ein gesetzlos, Krankenkasse habe ich auch keine. Seit 3,5 Jahren zahle ich keine Krankenkasse. Muss ich überhaupt machen? Glaube ich nicht. Einen Zahn kann ich mal selber rausziehen oder bin da an der Tür, haut die Tür zu, ist der Zahn draußen. Aber ihr seht, und ich bin auch ungesund. Ich esse alles. Pommes, Burger, Mayo, Blattspeck, 18 Eier, 10 Flaschen Bier, 5 Liter Wein. Wieso bin ich gesund? Normal müsste ich längst unter der Erde sein. Reimt sich schon. Liter Wein, Erde sein. Aber was ich habe einen guten Häcksler, ich habe einen guten Körper, der packt alles. Genau wenn ihr im Garten, ihr tut was häckseln, nehmt ein paar Äste, habt den guten 3000 Watt Häcksler, da kann ihr so Äste rein, der gnört alles zusammen, hast du einen schwachen Häcksler, was die meisten von euch haben, bleibt er stehen. Und da bleibt unser Körper stehen. Wir gehen auf der Straße ohne Nährstoffe, wir sind gewöhnt, unsere Autos, die sind alles versorgt. Unser Auto hat den letzten TÜV, es wird alles gemacht, Ölstand wird akribisch kontrolliert, Bremsflüssigkeit, Kühlwasser und so. Aber wann haben wir was bei uns gemacht? Und darum sage ich den Leuten, merkt euch, es gibt keine Krankheit. Wenn ich schon das Wort krank höre, kann ich es nicht verstehen, was soll Krankheit bedeuten. Es gibt 44.000 Krankheiten laut Pharma, es sind aber 44.000 Mangelzustände des Körpers. Ein Beispiel aus dem Leben. Ihr geht zum Kühlschrank, macht die Tür auf, oh, mein Kühlschrank ist krank. Was fehlt? Es fehlt Käse, Aufschnitt, was auch immer, Butter, Milch.
was machst du, um den Kühlschrank wieder gesund zu machen? Gehst du einkaufen, gehst wo auch immer, wie auch immer die Dinge der Schweiz, Coop oder wie die auch heißen. Nach 2 Stunden Schweiß rinnt auf der Stirn, hast du endlich geschafft, der Kühlschrank putzt sich voll und sagst, mein Kühlschrank ist wieder gesund. Thema Auto. Fährst mit dem Auto, auf einmal läutet die Öllampe auf, oh, mein Auto ist wieder krank. Was machst du? Bleib stehen, machst den Kofferraum auf, machst den Ventildeckel auf, tust einen halben Liter Öl, ziehst einen Ölstab, Level Pass, machst du. Mein Auto ist gesund. Und jetzt kommt das Banale, wir sind im Stand, Kühlschränke gesund zu machen, wir sind im Stand, Autos gesund zu machen. Wo bleiben wir? Wann machen wir uns gesund? Wann haben ihr was aufgefüllt oder denkt, ja, ich weiß, Rotwein ist auch gesund, viele Leute mögen kein Rotwein. Da haben wir gesagt, wir müssen uns an erster Stelle stellen. Merkt euch auch in eurer Familie, da braucht man keiner zu kommen von euch, Herr Franz, ich will meiner Mutter helfen. Sag ich, was ist mit Ihnen? Sag, wenn du, dir, wenn dir was passiert, bleibt deine Mutter im Sozialversorgung. Merkt euch, jeder von euch, braucht man nicht von euren Kindern erzählen, ihr seid die wichtigste Person im Leben. Wenn es mir gut geht, werde ich schauen, dass es nächsten gut geht. Wenn es mir schlecht geht, wenn es euch schlecht geht, würde ich nicht in deiner Nähe sein. So, merkt euch, erstmal macht euch selber gesund und dann beginnt anderen Menschen zu helfen. Wir sehen auch vielen Familien, ich sage, ja, ich will meinem Mann helfen. Ja, der nimmt die Sachen. Was ist mit Ihnen? Ja, ich nehme gar nichts. Eben. Erstmal selber. Ihr seid die wichtigste Person und dann kommen die anderen. So, das ist richtig die Denkweise und genau wie ich sage in Sachen Familie, jeder würde bereit sein, für meinen Sohn, für meine Tochter, für meine Nachtoffizier, voll mit Scheiße bin ich bereit, mein Leben zu geben. Was mit den anderen Menschen da draußen? Aber so wie ich sage, ich bin halt so gewöhnt, ihr seid jeder, ich würde für jeden von euch mein Leben geben, für jeden von euch kann meine Niere haben, aber nicht solange die Pharma sie zerstört mit Schmerzmitteln. Ihr seht, jährlich in Deutschland 17.000 Nieren, von wo sollte es sein? Die Nieren funktionierten lebenslang, Nieren ist so wie eine Art Filter beim Motor, ich bin Automechaniker, aber in dem Moment, wo die Pharma Schmerzmittel gibt, die Diclofenac enthalten, Diclofenac ist ein Teufelszeug, enthalten in Voltaren und andere Cremes, was auch immer. Ich war in Polen, jetzt gehe ich auch am 1. April, da kommen 700 Leute. Das Problem ist, in Polen, die Leute müssen selber bezahlen. Da haben sie schon Bewusstsein. Die Leute müssen die ganzen Medikamente selber bezahlen. Es gibt keine Krankenversicherung. Deshalb sind 700 Leute beim Vortrag. Jetzt habe ich gesehen, für Polen haben sie schon Voltaren Forte. Das ist stärker als was auch immer den Bevölkerung antun willst. In Indien haben die Kühe allein für Probleme gehabt. Was haben die Kühe? Die haben Schmerzen gehabt. Die Kuh war früher noch heilig. Heutzutage werden alle Kühe abgeschlachtet mit Brechstangen, Pfefferspray in die Augen. Leid und Ding werden nach Pakistan abgeschlachtet, hat der Kapitalismus dort auch, ich weiß, Fuß gefasst. Die Kühe haben Voltaren bekommen, die Diclofenac. Wisst ihr, was passiert ist? Da ist so eine Kuh gestorben, die war auf dem Kuhfriedhof, so groß wie Schöffland. Da waren tausende von Kühen, sind die Geier gekommen, haben ein kleines Stück Fleisch gegessen. Wie viel Wirkstoff ist drin? Peanuts, vielleicht ein paar Hundertstel. Die Geier haben den gegessen, was ist passiert? Innerhalb von 2 Monaten sind 2,2 Millionen Geier gestorben. Mausetot, was ist passiert? Flüssigkeit beim Schnabel raus, die Niere war fest, kristallisiert. Versteinert. Was machen wir? Wir spielen die Cremes auf der Haut. Ihr müsst wissen, über die Haut zieht ihr viel besser ein Gift auf, wie über den Magen. Ich habe eine Magensäure, die tut das Gift vermindern, aber über die Haut zieht ihr 500 Mal stärker auf. Jeder von euch, der Voltaren auf die Haut schmiert, dadurch kriegt ihr den ganzen Diclofenac rein. Und was passiert? Die Nieren versagen. 17.000 Nieren in Deutschland und da kommt noch eine Organmafia. Da werden Nieren, ich weiß, für 2.000, 3.000 Euro von Moldawien gekauft und für 200.000 zahlt ein Schweizer oder ein Italiener dafür. Dass unsere Nieren sind gemacht, die halten ein Leben lang. Und darum will ich euch sagen, die Natur hat uns gut ausgestattet. Wir sind die tollste Maschine der Welt. Was wir aber nicht haben, Nährstoffe. Und diese Nährstoffe müssen nicht viel an der Zahl sein. Okay, man kann sie mehr oder weniger erweitern. Aber wenn einer von euch zu mir kommt, was mich bei euch interessiert, ich bin Automechaniker, es kommt, ihr seht die erste Frage, was ich stellt, wie viel Sonne hast du denn hier? Viele werden sagen, Herr Franz, ich bin in der Schweiz, wohne oben auf dem Berg, da ist ständig Sonne. Ich sage, nein, die Sonne hat nicht Kraft. Ich werde euch zeigen, warum. Zweitens, wie viel Sonne hast du denn hier? Warum? Die Sonne ist unser Lebenssignal. Wenn wir keine Sonne haben, sind wir wie eine Pflanze im Dunkeln, wir gehen kaputt. Ohne Sonne erneuert sich unser Körper nicht, unsere Knochen werden nicht nachgebaut, wir kriegen Verschleißarthrose, unsere Verdauung geht kaputt, unser Darm wird nicht nachgebaut, wir kriegen Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Divertikulose, unsere Lunge wird nicht nachgebaut, unsere Haut wird nicht nachgebaut. Ihr seht, jeder, der Neurodermitis, Psoriasis, beim ersten Urlaub in der Karibik kommt ihr zurück, wow, alles weg. Nach 2 Monaten in der Schweiz rinnt die Soße wieder, der Juckreiz ist wieder da. Man kann mit Cortison viele Sachen mit dem Juckreiz nehmen, aber es wird niemals an der Ursache gesagt. Wenn ihr eine gesunde Haut haben wollt, da braucht ihr Sonne. Und zwar nicht einen Urlaub, den ihr euch nicht leisten wollt, sondern diese Sonne natürlich aufnehmen. Zweitens, was mich bei Menschen interessiert, habt ihr die Bausteine, aus was ihr besteht? Wisst ihr, aus was euer Körper besteht? Viele werden sagen, Herr Franz, wir wissen, haben gelesen in Ihrem Buch, 70% Wasser und 30% Mineral. Nein. Euer Körper besteht aus Kollagen. Kollagen ist ein weißer Stoff, der seht ihr am besten im Auge, das Weiße von Auge, Kollagen. Wenn ich eine Ader rausnehme und sie wasche
Und sauber mache ich es auch so mit weißem Silikonschlauch, auch Kollagen. Euer ganzes Körpergewebe, die ganzen Zellen hocken ja ein Netz, so ein weißes Netz, Kollagen. Wisst ihr, wer Kollagen aufbaut? Vitamin C. Produzieren wir überhaupt Vitamin C wie Menschen? Nein. Wir haben es verloren durch die Evolution. Warum? Wir haben angefangen, selber Früchte zu essen. Hat der Körper gesagt, der isst ja jeden Tag Vitamin C, warum soll ich selber produzieren? Hör auf. Ihr seht, unser Körper passt sich der Evolution an. Wenn ihr die Hand in Gips reingibt, ihr seht nach 2 Monaten in Gips, kommt ihr eine ganz dünne Haut. Organe, die nicht benutzt werden, werden abgebaut. Habe ich auch bemerkt, wie man das überlisten kann. Es sind viele Leute, die können keine Milch trinken. Milch würde ich sowieso nicht empfehlen. Vielleicht, ich weiß, habe ich mehr oder weniger, ich weiß jetzt Abneigung, dass die Milchbauern mich abstoßen, aber kein Lebewesen auf diesem Planeten trinkt Milch. Kein Lebewesen. Im Säuglingsalter haben wir noch Enzyme und viele Leute trinken Milch, dadurch kriegen sie allerlei für Allergien. Und so wie ich sage, wenn einer keine Milch trinken will und überhaupt Milch trinken will, kann ich ihm raten. Der soll 3-4 Mal am Tag Milch im Mund nehmen. Ihr nehmt Milch im Mund, hält sie im Mund, speichelt ein, 3-4 Minuten, halte ich die Milch im Mund, spuckst sie raus. Du wirst sehen, nach 2 Wochen kannst du deine Milch trinken. Dasselbe empfehle ich Leute, die Fructoseallergie haben, Glutenallergie und sowas. Einfach der Körper die Möglichkeit geben, diesen Stoff zu erkennen und aufzubauen. Und das ist, viele Leute von euch haben Allergien. Allergien kann man runterfahren, weil Allergien bedeutet, du hast einen hohen Histaminspiegel. Sobald eine Heuschnupfen hat, steigt der Histaminspiegel. Was passiert? Schwellt das Gewebe an. Andere Leute haben allerlei für Allergien, Nickelallergie, Tierhaarallergie und alles. OPC, das Traumgerecht, das ist das Beste. Warum? OPC senkt den Histaminspiegel. Außerdem habt ihr noch eine Allergie im Magen-Darm-Trakt. Magen, Speiseröhre, Dünndarm, Dickdarm, dadurch kriegt ihr Magengeschwüre, allerlei für Sachen, Speiseröhre-Geschwüre, das ist der Histidinspiegel. Und dieses OPC tut beide Spiegel runter. Was die meisten Leute nicht wissen, wenn ich Allergie habe, brauche ich auch Vitamin C. Warum? Vitamin C ist ein Antioxidant, senkt die Allergie. Außerdem gibt es einen Haufen homöopathische Mittel. Aber ihr seht, für jeden Mangelzustand hat die Natur das Ding. Das Problem ist, es ist nichts da, wo die Leute lesen können. Ich habe mein Buch geschrieben, mein Buch ist auch nicht groß, sind 128 Seiten, ist auch nicht alles drin, was beim Vortrag ist. Ich muss auch nicht alles schreiben, aber wenn ihr dieses Buch liest, ich sage 128 Seiten, werdet ihr auf der Toilette nicht schaffen, höchstens ist die Zeit verstopft. Außerdem Hardcover, kein 0815 Buch, mit dem kann die nächste Generation wahrscheinlich erfolgreich Fliegen erschlagen, ohne dass das Buch auseinanderfliegt. Und so, ich sage, dieses Buch hat vielen Menschen das Leben gerettet. Das erste Buch hat geheißen, Kreuzig mich gibt jeden OPC. Wie Sie das Buch gesehen haben, Herr Franz, Kreuzig mich, was, wer sind Sie, was machen Sie? Und keiner wird es. Nein, 100.000 Bücher. Beim zweiten Buch gesagt, okay, mal runter vom Kreuz, machen wir mal die Leute schmackhaft, aber ist egal. Ich könnte jetzt auf der Bühne auftreten, nackt, in Gorilla-Anzug, die Leute würden gar nichts. Die Leute sind begeistert, sie sehen nicht mich, sie sehen das Wissen, was ich euch vermittle. Und darum sage ich, es freut mich, dass bei meinen Vorträgen junge, kommen 14-, 15-Jährige, jetzt will ich auch ein Schullandheim in Deutschland, will, dass die Kinder wegkommen vor Ritalin, will die Kinder schon mit 6, 7 Jahren aufklären, die brauchen kein Ritalin, die brauchen Vitamin D3. Kinder, die keine Sonne haben, die werden zu zappeln, viele werden unruhig und da werden sie von den Eltern stillgelegt. Das heißt, Vitamin D3 ist eigentlich das Wichtigste, was sie haben. Und ich habe gesagt, wichtig ist eure Sonne, zweitens die Stoffe, aus was ihr besteht. Ihr besteht aus Vitamin C. Vitamin C baut euren Körper auf. Wenn ihr kein Vitamin C habt, nehme ich 2 Sachen, zum Beispiel das Vitamin C und das Zucker. Heutzutage haben wir nicht nur eine Pharma-Mafia, was auch immer, überall nur Mafiosi, die Baubranche ist die korrupteste von allen. Wir haben auch eine Zuckermafia. Zucker wird früher, hat unsere Bauchspeicheldrüse eine Belastung gehabt. Ich weiß, heutzutage in einem Tag haben wir Belastung wie früher im ganzen Leben. Bedeutet, wenn ich Zucker habe und Zucker aussieht wie Vitamin C, ich habe aber kein Vitamin C, wird der Körper immer versuchen, dasselbe Molekül anzubauen. Was haben die meisten von euch? Diabetes, diabetische Retinopathie. Zucker wird eingebaut in die Augen, Zucker wird eingebaut in die Arterien. Was bedeutet? Erdanziehungskraft des Blutes fließt nach unten, weil die Arterien Zucker enthalten, sind voll mit Löchern, so wie Beate Huse-Strümpfe, kann das Blut nicht hochfließen. Und dadurch werden die Finger amputiert. Und das Ganze, was ich sage, Diabetes, die meisten von euch haben keinen Diabetes Typ 1, sie sind nicht so geboren. Die meisten von euch haben was? Diabetes Typ 2, erworbene Diabetes. Beispiel, Diabetes, was muss ein Diabetiker machen? Ihr geht zum Arzt, der Arzt stellt fest, ich habe Diabetes. Dass der Arzt sich die Fragen stellen soll, wer produziert das Insulinkörper, deine Bauchspeicheldrüse, und die anzukurbeln, mit was, sage ich euch, was macht der Arzt? Es gibt euch Metformin oder Metformin, wie das heißt, oder Janomet, ihr kriegt künstliches Insulin. Irgendwann sagt der Körper, kann ich nicht mehr verarbeiten, weiß nicht, für was das da ist, habt ihr Insulinresistenz. So, das merkt euch. Bei jedem Mangelzustand, das erste ist Vitamin D3.
Wenn einer Diabetes hat, dann muss seine Bauchspeicheldrüse wieder arbeiten. Wie durch die Ankurbeln, indem ich ihm Sonne gebe. Sonne bedeutet, diese Frau, dieser Mann ist im Leben, wenn er im Leben ist, das Gehirn ist der Rechner. Merkt euch, euer Arzt sitzt auf euren Schultern. Mehr oder weniger könnt ihr davon benutzen oder nimmt Gebrauch davon. Euer Gehirn ist ein Rechner. Was messt dieser Rechner? Füllstände, wie beim Auto. Ist kein Benzin im Tank, erscheint die rote Binde, du bleibst stehen. Hast du kein Vitamin D3 im Körper, sagt der Körper, okay, Körperfunktion runterfahren, Haare fliegen raus, Knochen werden nicht nachgebaut. Was bedeutet, ihr seid nur im Leben, ihr seid fast halb tot, aber ihr seid im Leben. Viel Spaß beim Vermitteln zwischen zwei Welten. Und also, Vitamin D3 ist das Wichtige, was ihr machen könnt. Und dieses Vitamin D3 ist eigentlich euer Lebenssignal. Vitamin D3 ist gar nicht wichtig für den Körper. Vitamin D3 aktiviert 2000 Gene, nicht 10, 20, 2000. Bedeutet, wenn ein Gen nicht funktioniert, wisst ihr was, euer Körper ist ein reiner Saustall. Und jetzt nur ein paar Sachen, wie wichtig die Sonne ist. Vitamin D3, Thema Fettleibigkeit. Viele von euch werden sagen, Herr Franz, ich bin fettleibig, Burger King oder McDonald's sind die Schuld. Nein, es sind viele ältere Frauen, die wissen gar nicht, wie man McDonald's schreibt oder Burger King, platzen aber auch aus allen Nähten. Ist das auch McDonald's die Schuld? Nein. Ich sage euch, seit 1970 ist die große Welle gekommen, Leute, geht nicht mehr an der Sonne, Sonne verursacht Krebs. Sonne verursacht bestimmt keinen Krebs. Viele haben eine Haut, die keine Nährstoffe hat, die nicht sonnenfähig ist, wenn ich sie lange aussetze, dann irgendwann kriege ich Krebs, weil die Zellen keinen Schutz haben. Aber auf einer gesunden Haut, die Vitamin D3 hat, ich weiß, als Kind mit 6 Jahren bin ich immer baden gegangen, ich habe 7-mal die Woche Sonnenbrand gehabt, und zwar so Sonnenbrand, dass die Blasen aufgehen, ich habe die Fetzen runtergerissen, das waren so große Dinge, haben in der Sonne geschaut, wo ist mein Krebs? Vitamin D3 ist eigentlich das Gesündeste, was ihr machen könnt. Ihr seht nach jedem Urlaub, wenn ihr in Urlaub fährt, 2 Wochen, kommt ihr zurück, beste Zeit eures Lebens, die besten 3 Monate, euer Körper ist aufgetankt, ihr habt keine Schmerzen, ihr seid gut, ihr seid nicht depressiv, aber ohne Vitamin D3 seid ihr fettleibig, ihr habt Depressionen. Viele Frauen sagen, Herr Franz, wisst ihr, ich habe Depressionen, was kann ich machen? Was kannst du machen? Du kannst einen Stringtank zwischen die Arschbacken, ab in der Karibik. Nach 3 Tagen hast du bestimmt keine Depressionen mehr. Auf dem Strand mit einem Glas Caipirinha, vielleicht noch einer mit Rastalock, der am Abend dich glücklich macht, im Zimmer, verschwinden die Depressionen. Aber das könnte die Schweiz auch, weil ich muss nicht in der Karibik fahren. Ihr seht, Vitamin D3 ist zuständig für fast 80 Mangelzustände des Körpers, angefangen Fettleibigkeit. Und wenn ihr abnehmen wollt, versucht gar nicht Nordic Walking, ist die Hälfte. Erstmal, das erste zum Abnehmen bedeutet 10 Tage 50.000 Einheiten Vitamin D3. 50.000 Einheiten bedeutet pro Tag einen Tag Karibik. So dass, um abzunehmen, da gibt es ein tolles Buch von Viktor Worn, da steht drin Fettleibigkeit 500.000. Wisst ihr warum? Euer Gehirn rechnet. Wenig D3 bedeutet, diese Frau, okay, sie ist schon richtig dick, schläft. Was bedeutet, wenn ein Mensch schläft? Der isst nicht. Und das Gehirn sagt, wenn diese Frau nicht isst, wird sie bald sterben. Was muss ich machen? Das Fett, was sie hat, muss ich ganz langsam loslassen. Niemals loslassen. Bedeutet, wenn diese Frau in einer Höhle sein würde, wie ein Bär, nach 6 Monaten im März würde sie ganz schlank rauskommen, der Körper hat ganz langsam das Fett abgegeben. Das Problem ist, das Gehirn weiß, diese Frau isst nicht halt fest und diese Frau muss jeden Tag essen, auch wenn sie noch ganz wenig isst und irgendwann platzt sie auch alles Nähten. Ihr müsst euren Gehirn erstmal beibringen, dass ihr unterwegs seid. Und das Gehirn, solange es kein D3 hat, wird es niemals imstande sein, das Fett loszulassen. Um abzunehmen, erstmal Sonne, entweder 2, 3 Wochen Karibik, dadurch geht mein D3-Spiegel hoch, ich werde auch aktiver. In dem Moment, wo ein Mensch Sonne hat, der sitzt nicht zu Hause zwischen die 4 Wände, der hat Lebensenergie, der geht raus, joggt, was auch immer, geht in der Natur spazieren. Außerdem, um abzunehmen, was brauche ich noch? Um abzunehmen, brauche ich einen guten Fettstoffwechsel. Vitamin D3 kurbelt deinen Fettstoffwechsel auf. Viele von euch, da passiert gar nichts, da steht alles. Es kommt nicht rein und geht nicht raus. Das ist eigentlich, irgendwann seid ihr komplett versumpft und versifft. So dass Vitamin D3 ist das erste Ding, um abzunehmen. Außerdem, wenn ihr abnehmen wollt, was könnt ihr noch machen? Vielleicht ein Chrom nehmen, was die meisten Leute nicht wissen. Was ist Chrom? Chrom ist ein Mittel, das wird benutzt, um was? Um Fett abzubauen. Es wird kein Zucker ohne Chrom abgebaut und kein Fett ohne Chrom abgebaut. Chrom verhindert Herzinfarkt, Chrom senkt eure Blutfette, Chrom senkt eure Cholesterinwerte. So das Chrom, was kann einer noch machen, um abzunehmen? Ihr braucht Vitamin C. Wenn ihr kaum Vitamin C habt, Vitamin C ist ein Fettburner. So dass die meisten Leute haben Angst, Vitamin D3 zu nehmen, haben Angst, Vitamin C zu nehmen. Warum? Weil sie kein Wissen haben. Jetzt gehen wir weiter. Was passiert noch, wenn ich Vitamin D3-Mangel habe? Ohne Vitamin D3 bekommt ihr was? Arthrose. Osteoporose, wenn ich schon höre, viele von euch, Herr Franz, ich kriege monatlich meine Spritze für Osteoporose, meine Knochendichte geht aber immer, wird immer größer. Warum? Merkt euch, viele von euch nehmen Kalzium. Was wollt ihr mit dem Kalzium machen?
Der Körper erzeugt sein Kalzium selber. Wisst ihr wie? Die Sonne scheint auf meine Haut. Mein körpereigenes Hormon Vitamin D3 plus Magnesium aus der Nahrung, jeder Lebensmittel enthält mehr oder weniger Magnesium, erzeugt Kalzium. Jetzt kommt Kalzium. Für was wird Kalzium benutzt? Kalzium ist euer Lebenssignal. Euer Herz braucht Kalzium, Kalzium, Magnesium. Wer braucht noch Kalzium? Eure Füße und eure Hände. Bedeutet, bei jeder Bewegung, wenn ich mich bewege, weil die Adern am Herz angeschlossen sind, machen sie auch. Sie ziehen sich zusammen, verbrauchen Kalzium, entspannen Magnesium. Und jetzt kommt es drauf. Für was soll ich Kalzium nehmen, wenn der Körper selber erzeugen kann? Bei schweren Fällen von Osteoporose könnt ihr nachhelfen. Könnt ihr der Körper mal was geben am Kalzium, am besten vielleicht ein Kalziumphosphoricum, damit der Körper es auch aufbaut. Potenz D6, Kalziumphosphoricum, dadurch kann der Körper geholfen. Aber sonst, große Mengen Kalzium einzunehmen bringt nichts, am besten nehmt ihr D3 und Magnesium. Und jetzt wisst ihr, warum ihr Arthrose bekommen habt. Ihr geht jahrelang, seit ihr kommt auch daher zum Vortrag, jeder von euch ist aktiv, viele sehe ich mit Nordic Walking Stäbe, bauen die Mineralien auf, füllen niemals nach, irgendwann liegen sie flach während der Flunder oder kriegen einen Herzinfarkt. Ihr geht auf der Straße und euer Knorpel wird abgewetzt. Bedeutet, das ist mein Knochen und das ist die Hüftpfanne, das ist da drin. Ihr bewegt euch, bedeutet, wo gehobelt wird, fallen Späne. Hättet ihr einen hohen D3-Spiegel, wüsste das Gehirn wissen, aha, diese Frau ist jetzt unterwegs irgendwo und joggt, ich muss nachbauen. Bedeutet, wenn da nachgebaut wird, alles, was abgerieben wird, wird nachgebaut, niemals verschleißt. Ihr geht aber 10, 15, 20, 30 Jahre ohne Sonne, bedeutet, bei jedem Abreiben wird abgerieben, verschleißt. Das Gehirn aber weiß, diese Frau schläft irgendwo, baue nicht nach. Was passiert nach 15, 20, 30 Jahren? Knochen auf Knochen, was die meisten von euch haben. Jetzt kommt die Medizin, was sagt sie? Ja, wenn die Hüfte kaputt ist, da schneiden wir den Knochen da ab und machen ein neues Hüftgelenk. Das Problem ist, der Knochen, wo das reinkommt, ist schon morsch, weil jahrelang nicht nachgebaut wird. Der wird irgendwann rausbrechen. Außerdem, ich habe nicht geändert, er kennt die ganzen Gelenke kaputt. Ich habe eine Frau von Amerika gehabt, die hat angerufen, habe ich die Produkte geschenkt, die hat gehabt 2 künstliche Handgelenke, 2 künstliche Ellenbogen, 2 künstliche Hüften und eine Morphinpumpe im Bauch. Viel Spaß, ganz tolles Ding. Aber das sind halt Methoden von der Pharma. Genau wie jemand von der Schweiz zu mir gekommen ist, eine Frau, sagt, Herr Franz, ich bin im Rollstuhl, könntest du mir helfen? Ich nehme 36 Medikamente. Wow, die hat gestunken wie eine Chemiefabrik aus dem Mund, da müssen sie zur Seite gehen, sonst hätte sie mein Gesicht verätzt. Aber ihr seht, was mit uns gemacht. Wir brauchen keine Medikamente, merkt euch. Euer Körper braucht Nährstoffe. Aber keines sagt sie. Geh wieder zurück zu Vitamin D3. In Afrika gibt es keine Arthrose. Warum nicht? Sonne bedeutet gesunde Gelenke. In Afrika gibt es keine Osteoporose. Gibt es auch nicht. In Afrika gibt es keine Multiple Sklerose. Viele von euch haben MS. Was bedeutet MS? MS bedeutet, der Körper frisst sich selber auf. Bedeutet bei MS, unser Körper isst die eigenen Nervenummantelungen, dadurch kann ich mich irgendwann gar nicht mehr bewegen, komme in den Rollstuhl, da werden die ganzen Nerven zerfressen. Viele von euch haben die Krankheit, die heißt Hashimoto. Hashimoto bedeutet, der Körper greift seine eigene Schilddrüse an. Wir sind zu Zombies geboren, 200.000 Jahre Evolution, ich bin auf den Planeten gekommen, dass ich mich selber aufesse. Finde ich richtig in Ordnung. Was passiert noch? Osteoporose, wir haben Arthrose, wir haben MS, wir haben Hashimoto. Und was kann man dagegen machen? In Afrika gibt es ja Sonne. Sonne ist das Mittel für alles. Ich habe eine Frau gehabt, die hat Multiple Sklerose gehabt. Ich sage, pass auf, nimm 10 Tage 50 Tropfen Vitamin D3, 50.000 Einheiten. Die Frau hat kaum gehen können. Nach 10 Tagen kommt sie, sagt sie von Autos, Robert, ich kann wieder gehen. Wenn es wisst, kann ich Strohballen bei deine Kühe reinwerfen. Wie ich das gesehen habe, habe ich bemerkt. Wisst ihr warum? Ich kann euch zeigen. Vergleich von Leben. Unser Körper ist was? Ein Förderband. In der Fabrik ein Förderband, da werden Produkte zusammengestellt. Ich nehme ein Produkt, nehme ich halt das da. Mein Produkt besteht aus 2 Teilen, vielleicht noch ein kleines Teil noch dazu. So, Förderband läuft an in der Fabrik, Förderbandprodukt wird gemacht, zack, wird zusammengebaut. Wer steht am Ende vom Förderband? Meistens ein Mensch. Qualitätskontrolle. Ist das Produkt gut? Ja. Verbraucher. Nicht gut? Schredder. Was ist unser Körper? Auch ein Förderband. In euer Körper werden Milliarden Zellen erzeugt. Was ist die Voraussetzung, Zellen zu erzeugen? Lichtsonne. Normaler Körper, Sonne scheint. Was bedeutet? Das die Zelle, es geht los, die Zelle hat viel Sonne, bedeutet, die Zelle wird gemacht, viel Sonne, so. Jetzt ist die Zelle fertig, wer ist unser Kontrolleur im Körper? Der uns auch angreift? Unser Immunsystem. Das Immunsystem schaut die Zelle an, richtig ganz tolle Zelle, die kann im Körper von Robert Franz wohnen, wird akzeptiert. Wir haben keine Sonne, wir sind im Dunkel, was passiert? Ohne Dunkel, was viele Leute von euch haben, seit Kindheit im Dunkeln, bedeutet, am Ende vom Förderband, der schafft es vielleicht noch nebendran, und das kommt so oben drauf. Wisst ihr, was das Immunsystem mit sowas macht?
sofort zerstören. Und das ist es. Und was sagt die Medizin? Menschen, die MS haben, sollen das Immunsystem ausschalten. Sind die bescheuert? Bedeutet bei der Fabrik, wenn schlechte Produkte kommen, statt ich weiß, neue zu machen, sagt der Qualitätskontrolle, okay, nach Hause. Und der ganze Schrott landet beim Verbraucher. Oder bei uns im Körper, wenn ich das Immunsystem ausschalte, was passiert? Unser Körper sammelt sich die kaputten Zellen. Und irgendwann mit schwachem Immunsystem, keine Kontrolle, sterbt er an Entgeltung oder ich weiß was auch immer, Lungenentzündung. Sinn der Übung bei solchen Sachen ist, das Immunsystem da zu lassen und die Qualität der Zellen verbessern. Wisst ihr, wie die Qualität eurer Zellen verbessert? Durch Sonne. Durch Vitamin D3 werdet ihr lauter gesunde Zellen haben, weil das Immunsystem haben, toll, voll mit Einverstanden, nie Massenangriff. Und da habe ich auch viele Menschen gehabt, die haben Schilddrüse gehabt, Unterfunktion. Warum ohne Sonne? Sagt der Körper, diese Frau braucht keine Hormone, fahrt die Schilddrüse runter. Eure ganzen Schilddrüsenprobleme, Überfunktion, Unterfunktion, Hashimoto, Angriff auf die Schilddrüse, Sonnenmangel. Sobald du Vitamin D3 nimmst, hört dieser Angriff sofort auf. Ihr werdet sehen, eure Schilddrüse bei vielen Menschen wird auf Erdnussgröße, wird sie einfach zusammengegessen vom Körper. Durch Vitamin D3 stoppt der Angriff. Linz, überall, wo ich war, Franz, ich habe kein Hashimoto mehr, ich fühle mich wohl. Der Körper kriegt Sonne, die Schilddrüse wird hoch, egal wie viel sie hat, mehr oder weniger was übrig geblieben, funktioniert. So, das merkt euch, Vitamin D3 garantiert, dass ihr kein Arthrose kriegt, kein Hashimoto, keine Mutter und kein Krebs. In Afrika gibt es keinen Krebs. Und dass ich euch zeige, zum Thema Krebs, was das bedeutet, kann mir jemand sagen, warum haben wir Krebs? Wir haben mit Gift heutzutage nicht, früher haben die Leute in Spiegelfabriken gearbeitet, voll mit Giftstoffen, die haben alles eingeatmet. Heutzutage schützen wir uns. Wenn wenig Gift in der Nahrung ist, gibt es schon riesengroße Kampagnen. Nein. Ohne Vitamin D3, merkt ihr, Vitamin D3 ist unser Bauplan. Da steht alles drin, wie euer Körper aussieht. Habt ihr kein Vitamin D3, bedeutet entarten die Zellen. Warum in Afrika? Scheint die Sonne. Sonne bedeutet nur gesunde Zellen. In Afrika sterben die Menschen als an verseuchtes Wasser, kriegen mal einen Typhus oder sie sterben an Nahrungsmangel. Aber es gibt keinen Krebs in Afrika. Höchstens, wenn wir ein paar Atomfässer dort hinlagern, dann kann noch Krebs kommen, was gerne gemacht wird. So, das merkt euch. Vitamin D3 ist das Wichtigste, was ihr machen könnt im Leben. Durch Vitamin D3 habt ihr jedenfalls die Voraussetzung, einen gesunden Körper zu haben. Und darum sage ich immer Pflanze. Okay, jetzt haben wir eine Pflanze mehr oder weniger Blätter. Jetzt zeige ich euch schnell, was mit euch passiert. Ihr seid auf die Welt gekommen als ganz kleine Pflanze, die ist die da. Jetzt seid ihr 40, 50, 60, 70 Jahre alt. Ihr seid schon entwickelt, ihr seid da. Das Problem ist, ihr habt keine Sonne. Ihr wart sozusagen im Keller. Das ist die Kellertür, nehme ich mein Buch, das ist die Kellertür. Irgendwann nach 40, 50 Jahren bemerkt ihr, Opa, ihr habt die ersten braunen Blätter. Bedeutet, ihr habt die ersten Schmerzen, ihr habt Knieschmerzen, ihr habt keine Verdauung, meine Haut ist schlecht, ich sehe schlecht, meine Lunge, ich kriege schwer Luft. Bedeutet, okay, ersten braunen Blätter, was muss ich machen? Ich muss zum Arzt. Arzt ist die einzige Voraussetzung, der euch sagen kann, ob ihr gesund seid oder nicht. Obwohl die Ärzte dieselbe Krankheit wie ihr habt. Aber so ist das. Bei ihnen können sie es nicht heilen, aber bei euch werden sie es bestimmt schaffen. Okay. Ihr habt die Probleme, jetzt hat gesagt, ich bin im Keller, da geht die Kellertür auf, ihr kommt die Kellertreppe hoch, zack, 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 zack und kommt zum Arzt. Sagt der Arzt, ja, willkommen, du bist krank. Dann denkst du, krank? Ich habe jahrelang keine Sonne gehabt, ich bin eigentlich gar nicht krank, ich habe einen Sonnenmangel. Was müsste der Arzt sich eigentlich machen? Okay, was jahrelang schaut, erst in die braunen Blätter. Eigentlich müsste ich sehen, wie viel Sonne enthält. Das kann man einfach messen, dauert einen Tag der Test, wird verlangt, ich weiß, 29 Franken, der misst und sagt, okay, du hast Sonnenmangel. Eigentlich müsste der Arzt sagen, okay, ab heute kriegst du Vitamin D3 in Form von Tropfen, die nimmst schön mit und ab morgen gehst du nie wieder in den Keller. Ab morgen gehst du schön daher in die Sonne und hast niemals, was bedeutet denn Sonne? Du wirst niemals braune Blätter haben, führst ein tolles Leben, lebst deine Hobbys, was auch immer. Was macht der Arzt? Der vergisst dir Vitamin D3 zu geben, der sagt, du bist krank, der haut dich voll mit Chemie, kriegst einen Haufen Chemie auf dem Weg mit so, und sagt, und jetzt husch, husch schön in den Keller zurück so, und die Tür wieder zu. Und das ist die Therapie. Und was steht da? Bald kommt der Alte oder die Alte wieder. Bald rinnt die Kohle. Was wird gemacht? Nach ein paar Monaten geht wieder die Kellertür auf. Du kommst wieder raus zum Arzt. Werden wieder die nächsten Blätter gerupft. Die werden abgerupft. So deine Krankheiten. Kriegst wieder wenig Gift so auf dem Weg. Wenig Gift. Und wieder zurück in den Keller. Und so geht es jahrelang. Jahrelang jedenfalls keine Blätter und liegst da flach vor mir. Und sagt, Herr Franz, helfen Sie mir. Okay, ich sage dir die erste Hilfe, was ich dir anbieten soll. Erstmal nicht zum Arzt zu gehen. Und zweitens, verbring niemals einen Tag im Keller, sondern nur in der Sonne. Dadurch wärst du gesund, du brauchst keinen Arzt, brauchst gar nichts. So, das merkt euch, jeden Tag ab heute, bis jetzt habt ihr nicht gewusst, der ohne Sonne verbringt, und ich sage euch, die Sonne in Schweiz bringt nicht viel, habe auch ein Experiment gemacht, in Österreich, Deutschland. Ich habe einem Bauarbeiter gesagt, pass auf, zieh dein T-Shirt aus und du stehst jetzt 2 Wochen volle Sonne, Mittagssonne mauerst, meist am Mittag ist am besten Sonne, zum Beispiel, wenn das mein Schatten ist, das ist die Sonne, wenn mein Schatten
kürzer ist als ich, 1,50 Meter, 1,60 Meter, nehme ich noch Sonne auf. Sobald die Sonne im Winkel steht, mein Schatten länger ist als meine Länge, nützt die Sonne gar nichts. Es wird kein D3 aktiviert. Hält halt warm, vielleicht ein paar Infrarotstrahlen und so. So also, habe ich gesagt, die Sonne ist das Wichtigste, sodass von jetzt an Vitamin D3 ist das Wichtigste, was Sie machen können. Wie kann ich das Vitamin D3 auftanken? Ich habe gesagt, in der Schweiz, Österreich, Deutschland, der hat gearbeitet 2 Wochen an der Sonne. Und da habe ich gesagt, jetzt messe ich seinen Spiegel. Vorher der gehabt einen Spiegel von 20. Wisst ihr, was der D3-Spiegel ist? Es sind nur Zahlen. 40 bis 90 ist ein normaler Spiegel. Ich brauche nicht 90, ich brauche nicht 40. 40 und 90 sind 130, dadurch 2, 65. 60 wäre ein toller Spiegel. Wisst ihr, was ihr in der Schweiz habt? Nicht 60, nicht 50, nicht 40, nicht 30, nicht 20, sondern 18. Und viele Leute von euch, müsst ihr mal schauen, die haben nicht 18, die haben 3, 4, 5. Es gibt auch Minusspiegel, minus 27. Wahrscheinlich, ich weiß, Darth Vader, komplett in Dunkelheit. Minus 27. Unter 12 verbiegen sich eure Knochen. Die Knochen sind so schwach, dass sie sich verbiegen und durch Schmerzen, weiß ich von wo, die Knochen verbiegen sich, sodass nach 2 Wochen Mauern, dem sein Spiegel war 20, war sein Spiegel nicht auf 60, wenn er 2 Wochen Karibik, sondern war auf 23,5. So habe ich bewiesen, dass die Sonne in Deutschland, Schweiz, Österreich nichts wirkt. Darum sind auch so viele Leute, die Beschwerden haben, Arthrose, Osteoporose, Verdauung ohne Sonne. Hätten wir Sonne, wird keiner da beim Vortrag. Würden alle im Schwimmbad sein, auf der Aare, was auch immer, wo auch immer. Boot fahren und draußen in der Natur, das ist es. Und die Sonne können wir nicht zu uns nehmen. Viele von euch, ich bin auch in Kitzbühel, das sind Milliardäre, Millionäre, die gehen 4-mal im Jahr in der Sonne. Die bräuchten vielleicht keine 3, wenn sie ohne Sonnenschutzcreme da stehen, aber die nehmen auch Sonnenschutzcreme. Ach, Lichtschutzfaktor 8, die Sonnenschutzcreme am 15, 50, sogar 100, ist Dunkelheit im Körper. Da könnt ihr gleich mit Wintermantel in der Karibik liegen. Ist dasselbe Effekt. So, also entweder habe ich eine gute Haut, nehme Sonnenschutzcreme weg oder ich nehme die Sonne. Und das Problem ist, ihr habt ja kein Geld in der Karibik, aber der Körper macht keinen Unterschied, ob ich diese Sonne im Mund oral aufnehme, direktes Hormon aktiviere oder auf ein Ding warte. Ich sage auch immer, ich kann auch nicht die Schweiz zum Äquator beamen, dass ich ständig Sonne habe. Was ich machen kann, ich kann täglich mein Vitamin D3 nehmen. Und da seht ihr, wie banal das klingt. So ein Vitamin D3-Tropfen hat 1000 Einheiten, da haben 100 amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, würde jeder Mensch von euch 10 Tropfen Vitamin D3 nehmen, zwischen 5 und 10 Tropfen, mehr oder weniger 10 oder mehr Minuten Sonne, 5 Tropfen Vitamin D3, würde was passieren in der Schweiz, überall? 60% weniger Arztbesuche. Wow, 60% mehr Freizeit. Okay, ich kann die junge Krankenschwester nicht mehr sehen im Minirock, aber ist egal. 60% weniger Kosten für Gesundheit. Ich weiß nicht, die Schweiz ist kleiner als Deutschland. Wir zahlen in Deutschland 330 Milliarden für Gesundheit. Wisst ihr, was die Milliarden sind? Kein Monopoly-Spielgeld. Da muss er wenig Muskelkraft haben. Schweiß, unsere Arbeit. Merkt euch, das ganze Welt, was da, das ganze Geld, was umlaufen ist, egal ob Schweiz, Banker und so, die können noch so viele Scheine drücken, alle Farben. Wenn wir nicht arbeiten, ist das Geld nichts wert. Das ganze Welt ist eure Arbeit. Wir haben am Ende vom Monat das Geld, das ist eure Arbeit. Und nicht da gedruckte Scheine. So, das wäre reine Inflation. Und in Deutschland, 330 Milliarden in Deutschland, die Kommunen haben kein Geld, die Straßen sind kaputt, die Kinder kriegen keine gute Erziehung, es sind lauter Sozialbedürftige. Würden wir nur dieses Vitamin D3 nehmen, hätten wir in Deutschland 60% mehr Geld, bedeutet 200 Milliarden. Wow. In der Schweiz weisen vielleicht 40, 50 Milliarden. Bedeutet, wir arbeiten. Und da kommt ein Pharmakonzern und sagt, hey, gib mal dein Geld her und du kriegst eine Leistung dafür. Und die Leistung ist, uns komplett zu ignorieren und zu bescheißen und zu vergiften. Und so wie ich sage, wie ihr seht, die Pharmakonzerne kämpfen sich nicht mit kleinen Gewinnen ab. Wisst ihr warum? Wenn ich eine Firma habe, ich habe jetzt eine Firma, ich produziere ein Vitamin D3, ich weiß, für dieses Produkt, für 1 Euro Investition brauche ich nicht 1 Euro, sondern 2,50 Euro zurück. Bedeutet, mit dem 1 Euro stelle ich die Leistung wieder her. Dann nehme ich 50 Cent für meine Mitarbeiter, 50 Cent halte ich und 50 Cent, was ich mache, spende der Gemeinschaft. Ich habe voriges Jahr für 250.000 Euro Produkte verschenkt. Jetzt können die 250.000 in Taschen, hätte ich vielleicht eine Harley Davidson, würde ich fahren, Route 66. Nein, ich lebe nicht im Wald. Und darum werde ich vielen Menschen helfen, weil wir leben ja zusammen. Wir sind eine Gemeinschaft. Wenn es helfen kann, bei einem großen Haus, ob ein Fenster gebrochen ist, ist noch immer warm. Merkt euch, keine Sorgen. Aber die Pharma hat nicht 1 zu 2,5, wisst ihr, was die Pharma gewinnt hat? Bei dem Aspirin, was ihr nimmt, bei dem Kardioarzt, oder wie es heißt, Herzarzt, in Österreich heißt es Ärzarzt, was in der Schweiz, so wie es heißt, Kardioarzt,
Tromboas, wisst ihr, wie es in Deutschland heißt? Godamet. Gott sei Dank nehme ich die Scheiße nicht. Die haben sogar Aspirin mit Gott verbunden. Godamet, dass die Leute Vertrauen haben in dem Ding. Die verdienen an Aspirin 1 zu, nicht 2,5, 1 zu 10.000. Wow. Wenn ich 1 Euro habe und ich investiere, ich habe 1 Euro, ich verkaufe Aspirin für 1 Euro Kosten, müsst ihr mir 10.000 zurückzahlen. Okay, vielleicht die Menge schafft es. Jetzt kommt der Nächste. Verkauf ihm Prozac-Mittel, Antipharmaka, Psychopharmaka, wo die Leute von der Brücke springen, durch die 3 Mal. Der alte Familienvater hat keine Sonne, dadurch wird er depressiv. Will jeder von euch brechen? Will ich hole euch und tue euch eine Woche in eine Dunkelkammer. Da kannst du noch so stark sein, eine Woche kommst du gebrochen raus. Sobald deine Augen kein Licht mehr sehen, bist du gebrochen. Körperfunktionen, du bist sozusagen depressiv. Bei einem Prozac verdient die Pharma, jetzt höre und schreibe, nicht 1 zu 2,5, nicht 1 zu 10.000, sondern 1 zu 600.000. Bedeutet, wenn ein Pharmakonzern in der Schweiz kommt und sagt, pass auf, ich investiere in euch 1 Euro, ich kriege von euch 600.000. Wow. Was sind die 600.000? Ihr brecht eure Arbeit und da kommt einer, missbraucht das. Das seht ihr, wenn einer sagt von der Pharma, pass auf, ich investiere 100 Euro, in der Schweiz kriegt er 6 Millionen zurück. Das ist der größte Beschiss, was ist. Und die 6 Millionen, was wird gemacht? Menschen vergiftet, Menschen abhängig gemacht, Leben aufs Spiel gesetzt und das. Aber darum, ich bin der Einzige, der sich traut, aber auch die einzige Antipharma-Seite weltweit. Von 7 Milliarden Menschen könnt ihr sehen, einzige Robert Franz, www.anti-pharma.de. Warum haben die anderen die Hosen voll? Haben sie kein Wissen? Haben sie kein Herz für die Menschen? Haben sie Angst? Merkt euch, ich habe keine Angst. Jeder von euch, auch da im Saal, die Schweiz ist sowieso so ein freies Volk, in Schweiz hängt noch das Gewehr über dem Kamin, werden mehr oder weniger auch nicht mehr Leute erschossen. Weil wenn ich ein Gewehr, weiß ich, ob ich Bewusstsein habe. In der Schweiz gefällt mir, weil wenn 60% der Schweizer sagen, das will ich nicht haben, dann gibt es auch nicht, da gibt es keinen Euro oder was auch immer. Aber in Deutschland ein paar Politiker entscheiden für ganze Völker und das finde ich auch nicht in Ordnung. So wie ich sage, was man machen muss, ihr seid alle angstfrei geboren. Jetzt könnt ihr mal nachdenken, vor was habt ihr jetzt Angst? Wir werden sagen, ich habe Angst. Meine Frau verlässt mich, die schaut mich schon schief an. Der Nächste wird sagen, ich verliere meinen Job. Der Nächste sagt, mein Kind wird krank. Der Nächste sagt, ich kann meine Miete nicht bezahlen. Wisst ihr, was ihr Angst haben sollt? Eure Identität verloren zu haben. Wir haben uns gewöhnt, für ein paar Euro jemand am Arsch zu lecken, was auch immer, für nette Gäste, Umarmung, geben wir uns Identität. Nein, behaltet eure Identität. Das macht euch interessant. Ihr seid einzigartig. Jeder von, ihr müsst euch nicht verstellen. Behaltet eure Identität, nehmt euer Leben in der Hand, seid angstfrei. Und was ihr sorgen sollt, gesund zu werden. Gesundheit ist das Erste, um auf dieser Welt zu überlegen. Also, wenn ich Menschen treffe, ich treffe euch da im Saal, wir kennen uns nicht, manche kennen mich, ich kenne auch nicht alle Menschen, aber was mich bei euch interessiert, nicht euer, wie viel Kohle ihr habt, ob ihr Yacht habt, die müsst ihr selber segeln, ob ihr Villa habt, was für Erfahrung habt ihr? Ihr habt viele von euch so tolle Erfahrungen, warum gibt es sie nicht weiter? Viele sagen, okay, ich will mein Leben genießen, mehr oder weniger habe ich keine Zeit aufzuklären, ich habe mich gewöhnt, meine Erfahrung weiterzugeben. Wir sind eigentlich alle gleich. Unsere Erfahrung macht uns zu verschiedenen Menschen. Bedeutet, wenn wir uns austauschen, entsteht eine ganz tolle Sache. Und ich sage, erstmal deine Erfahrung. Was Erfahrung hast du? Egal. Einer sagt, ich kann Kuchen backen, der nächste sagt, ich bin Biobauer, der nächste sagt, ich bin Schreiner, der nächste sagt, ich bin Metzger, was auch immer. Zweitens, wie weit gehst du für deine Mitmenschen, unsere Menschlichkeit? Wir haben vergessen, menschlich zu sein. Es regiert nur Geld. Hast du Geld, bist du was? Hast du Geld? Hast du kein Geld, bist du gar nichts. Nein, Menschlichkeit. Das tut euch kein Sein, Gefühl zu zeigen. Ich habe auch viele Gespräche mit Polizei oder fährt der alte Oma ganz verwirrt auf dem Parkplatz, statt der Oma zu helfen, gleich kommt ein Strafzettel von 15 Franken, so jetzt habe ich dich, jetzt muss bezahlen. Nein, menschlich bleiben. Und drittens, Gesundheit. Nur ein gesunder Mensch wird diese Welt finden. Was ich machen will, egal ob Schweiz, Österreich, Deutschland, ich will viele Menschen gesund machen und diese gesunden Menschen werden da alles verändern. Egal, ein kranker Mensch wird niemals verändern. So, das merkt euch, an was... 3 Sachen, was ihr arbeiten soll. Erfahrung, am besten, wo ihr Talente habt. Schon in der Schule werden eure Fehler gesucht. Mir interessieren nicht eure Fehler, deine Talente. Fehler, die kannst du sein lassen. Zweitens, menschlich zu sein, Gesundheit. Die 3 Sachen, dann ist das Leben Spielzeug. Ich bin so wie ein Kind geblieben. Jede Früh packe ich mein Spielzeug, ein Spiel. Am Abend mehr oder weniger packe ich es wieder ein, beginnt das Leben. Und das Leben ist ganz einfach. Und viele von euch sagen, Herr Franz, das Leben ist gar nicht mehr lebenswert. Wir haben so viele Probleme. Seid froh, dass ihr da seid. Das ist ganz einfach, das Leben. Wenn du gesund bist, hast du überhaupt keine Probleme. Egal unter der Brücke, als Bettler, was auch immer, oder als Milliardär. So, ich sage jetzt Vitamin D3. Wie kann ich jetzt meinen Spiegel hoch? Viele werden sagen, Herr Franz, was soll ich nehmen? Wie viel Tropfen? Die ganze Flasche trinken? Nein, auf jeden Fall nicht. Sie haben ausgerechnet, wenn du 70 Kilogramm hast, brauchst du, um deinen Spiegel wieder hochzukriegen, 400.000 Einheiten. Bedeutet, jeder von euch kann ab morgen, ab jetzt schon, 10 Tage
täglich 40 Tropfen nehmen, 40.000. Jeder 40.000 ist ein Urlaub Karibik. Wenn einer sagt, Herr Franz, ich habe mich so verliebt in der Vitamin-D3-Flasche, ich will 20 Tage, nimm auch 20 Tage 40 Tropfen. Nimm auch 30 Tage, passiert dir nichts mehr, das sind dann 8 Monate. Was ihr nicht machen sollt, die nächsten 5, 6, 7, 8 oder 10 Monate jeden Tag 40 Tropfen zu nehmen. Warum? Dadurch schaut euer Spiegel, okay, passiert nicht viel, ihr werdet wahrscheinlich schwindelig, findet die Flasche gar nicht mehr. Erledigt sie von selber. Aber sie manche Leute, die hören nicht zu. 10 Tage 40 Tropfen, habe ich jedem von euch gesagt, 10 Tage 40 Tropfen. Und danach, um meinen Spiegel zu halten, muss ich jeden Tag 10 Tropfen nehmen. Das war's. Und wenn viele von euch sagen, Herr Franz, wisst ihr, ich habe ein ganz schwaches Herz, ich habe Angst, weil durch Vitamin D3 wird mein Körper hochfahren, da fängt mein Herz an zu klopfen, das heißt, weißt du was, dann nimmt ab heute lebenslang 10 Tropfen Vitamin D3. Durch die 10 Tropfen wird dein Spiegel langsam steigen, ob ich jetzt 10 Tage 40 nehme oder 40 Tage 10, auch in Ordnung. So, als wenn ihr Angst habt, oder viele Leute haben Angst vor Sonne, musst du keine Angst haben, vergleicht nicht Sonne mit Franken oder mit Euro. Warum? Ein Kind bei der Geburt, wenn ein Kind geboren ist und die Mutter hat schon kein Vitamin D3 und das Kind kommt mit D3-Mangel zur Welt, das heißt Rachitis, weiche Knochen, kriegt das kleine Kind mit 3,5 Kilo diese 400.000 Einheiten nicht in 10 Tage, sondern auf einmal, an einem Tag. Und innerhalb von ein paar Tagen werden die Knochen hart. So, das müsst ihr keine Angst haben. So, das 10 Tage 40 Tropfen, danach 10 Tropfen. Dadurch schafft ihr, dass ihr niemals im Dunkeln seid. Dadurch seid ihr immer in der Schweiz, aber Caribbean Feeling. Ihr seid in der Karibik. Das ist das Erste, Vitamin D3. Sogar wichtiger als alles andere, was ihr seht. Wichtiger als OPC. Warum? Ohne Vitamin D3 wird euer Körper kein Lebenssignal haben. Ihr könnt viele Sachen kaufen, allerlei für Sachen, die werden durch euren Körper durchrauschen. Warum? Der Körper wird sagen, nein, brauche ich nicht, der schläft überhaupt nicht. So dass 10 Tage 40 Tropfen D3 und danach 10 Tropfen. Kinder, wie könnt ihr Kinder geben? Für jede 10 Kilogramm ein Tropfen, leicht auszurechnen. Mein Kind hat 20 Kilogramm, gebe ich ihm was? 2 Tropfen. Kind hat 40 Kilogramm, 4 Tropfen. Und wenn er 60, 70 Kilo ist als Erwachsene, kann er zwischen 5 und 10 Tropfen nehmen. Dieses Vitamin D3 ist nicht allergisch, sind viele D3 von der Pharma, wird gemacht mit was? Mit Erdnussöl. Erdnussöl verursacht bei vielen Leuten Allergien. Da denkt sich die Pharma, okay, wenn die gerade draufkommen, die kleinen Ameisen, dass D3 gesund ist, wenigstens sollen sie Allergie haben. Die können schon längst auswechseln, machen sie nicht. Da wird Erdnussöl genommen. Hier ist ein Kokosöl. Von was wird Vitamin D3 gemacht? Es werden keine Tiere geschlachtet, sondern wenn die Schafe geschoren werden, in der Wolle, die Tiere erzeugen Vitamin D3 auf der Wolle, Hunde, Katzen. Sie lecken es dann ab, Vitamin D3. Diese Wolle wird gewaschen, entsteht Wollfett und vom Wollfett entsteht Lanolin. So, es ist aus Schafwolle gemacht, ist ein natürliches Mittel. Außerdem allergenfreies Öl, jeder Tropfen hat 1000 Einheiten. Wenn ihr einmal 10 Tropfen täglich nimmt, hält so eine Flasche 4 Monate. Wenn ich sage, ich nehme nur 5 Tropfen, 8 Monate. Das kostet 6 bis 8 Cent am Tag. Mit den 6 bis 8 Cent hast du was? Hast du ein Vollfunktion, hast deine Verdauung, Fettstoffwechsel. Da läuft alles, der Körper, erstmal läuft der Motor. So, das Wichtigste ist Vitamin D3. Da kommt noch die Frage zum D3. Viele sagen, Herr Franz, wir müssen unbedingt K2 nehmen. Warum? Durch D3 entsteht was? Magnesium, D3, Kalzium. Dieses Kalzium wird in der Niere gespürt, sodass ich nicht lache. Wisst ihr, was passiert? Viele von euch haben Niereninsuffizienz. Es gibt Stadium 1, 2, 4 bis 5 und nachher kommt die Dialyse. Da steht drin, hat einer eine schwache Niere. Weißt du, was ich machen muss? 10 Tage 50 Tropfen Vitamin D3. Dadurch, Signal, dieser Mann ist im Leben, der muss pinkeln. Springt die Niere wieder an. Und so, das, habt keine Angst, dass D3 Kalzium in die Niere spült. Überhaupt nichts. Aber dann heißt es, Vitamin K2 soll man für Vitamin D3 nehmen. Sag ich, nein, müsst ihr nicht nehmen. Aber viele von euch haben was? Ablagerung in den Adern. Eure Adern sind ganz verkalkt, Richtung Gehirn verkalkt. Viele von euch haben Osteoporose. Eben, um Osteoporose zu heilen und eine starke Knochendichte, brauche ich Vitamin K2. Vitamin K2 ist das einzige Vitamin, was dieses Kalzium, was entsteht, schön in Knochen einstampft. Und nicht die Osteoporose spritzt oder was Karl-Marx-Präparat, sonst gar nichts. Um starke Knochen zu kriegen, brauche ich Vitamin D3, das Kalzium erzeugt, Vitamin K2. So, also ihr könnt von diesen K2 10 Tropfen nehmen, wenn ihr Osteoporose habt. Und wenn nicht prophylaktisch, könnt ihr 5 Tropfen nehmen, hält die Flasche auch 8 Monate. Und dieses Vitamin K2 ist nicht nur für harte Knochen, es verhindert auch Herzinfarkt. Die haben in Norwegen 1000 Menschen Vitamin K2 gegeben, 5 Tropfen. Nichts was anderes, kein D3, gar nichts, oben in Norwegen, das ist ja auch dunkel. Was ist passiert nach 10 Jahren? Diese Leute, die 5 Tropfen Vitamin K2 genommen haben, was gehabt? 57% weniger Ablagerung, die Adern waren picobello sauber. Außerdem 52% weniger Herzinfarkt und 26% Gesamtsterblichkeit gegenüber anderen Menschen. 5 Tropfen K2, so dass ich würde zu den 10 Tropfen D3 würde ich
5 Tropfen K2 nehmen. Natürlich würde ich schön für Sie. Außerdem, dieses Vitamin K2 ist nicht nur für Knochen, Herzinfarkt, Ablagerung, sondern Leber- und Nierenfunktion, Enzymaktivität, Vitaminaufnahme. Vitamin K2 ist ein richtiges Multitalent. Und dieses Vitamin K2 brauchen nicht nur wir, sondern unsere Kinder. Ihr habt gesehen, bei der Geburt, ich weiß, in der Schweiz, kriegen die Kinder noch Vitamin D3. 500 Einheiten, bei uns heißt es Vigantoletten. Und nach einem Jahr kriegen die Kinder gar nichts mehr. Bedeutet, diese kleine Pflanze, statt sie an der Licht, die wird gehalten im Keller. Und mit 40, 50 Jahren ist die Pflanze komplett zerstört. Manche fangen schon früh an, mit 17, 18 sind viele Jugendliche, die schon Probleme haben, richtig dreimal, die kriegen Skoliose, sind ganz verformt und alles. Das heißt, dieses Vitamin K2 brauchen unsere Kinder. Wie viel gebe ich auch? Jede 10 Kilogramm einen Tropfen. Und jetzt seht ihr, was passiert, wenn unsere Kinder kein K2 haben. Haben viele von euch erlebt, dein Sohn, 4, 5, 6, 7 Jahre, auf einmal, hey, es werden immer mehr Zähne und der Kiefer ist immer kleiner. Und irgendwann kommen Haufen Zähne, die haben gar keinen Platz mehr im Kiefer. Ohne Vitamin K2 entwickelt sich der Kiefer bei den Kindern nicht. Die Kinder bleiben im kleinen Kiefer und es geht die Odyssee los. Vom 5 bis 18 Lebensjahr Zähne rausziehen, Eisenstangen rein, allerlei für Prothesen. Würden die Kinder Vitamin K2 nehmen, würden sie niemals Zahnprobleme haben. Der Kiefer wird sich richtig entwickeln und die Mädchen kriegen was? Ein zu kleines Becken. Wenn das Becken zu klein bleibt, bedeutet Geburt Kaiserschnitt. Da geht keine normale Geburt mehr. Und darum sage ich, nicht nur wir, genau wie ich sage, nicht nur wir, unsere Kinder leiden an der dreimal, unsere Kinder leiden an der zweimal, selbst unsere Tiere. Ich habe mit Pathologen von Berlin gesprochen, sagt Robert, alles was da keucht und fleucht, in unseren Breitengraden, Hund, Katz, Maus, Kuh, Pferd, Ziege, haben alle Sonnenmangel. Wenn uns die Sonne nicht reicht, reicht es für die Tiere auch nicht. Und darum seht ihr, dass viele Hunde, die sind auch alle verkrebst, haben dieselben Probleme wie wir. Der Hund, ja, wie ist der Hund? Mein Hund ist Diabetiker, dein auch. Nein, man hat es mit der Bauchspeicheldrüse. Ich habe noch keinen Wolf gesehen, einen diabetischen Wolf, der da durch die Gegend läuft. Oder Wildschweine mit Arthrose, habe ich auch nicht gesehen. Hirsche mit Osteoporose auch nicht. Ich habe auch nicht gesehen, 100 Hirsche, die in Betten liegen und der Oberhirsch therapiert sie. Das haben wir nur wir geschafft, das Wichern. Aber ist halt so. Da seht ihr die zwei Sachen, 10 Tage 40 Tropfen, danach 10 D3, 10 Tropfen K2, wenn ich Osteoporose, wenn ich 5, wenn nicht, okay, hat auch keiner, wenn ihr in der Karibik geht und kein K2 habt, habt die Sonne aufgetankt, da steht auch kein Zöllner, Zürich Flughafen, ich habe hier K2, haben Sie vergessen, wird auch keiner machen, ihr überlebt auch so, aber merkt euch, die 5 Tropfen K2 gibt einen Riesenvorteil, Flasche hält 8 Monate, die hält 4 Monate oder auch sogar 8 Monate, da habe ich mit 8 Monaten Sonne und da muss ich nirgends machen, jeden Früh, wenn ich aufstehe, nehme ich meine D3 und sage zum Thema D3, wir sagen, wie soll ich es nehmen? Die ersten 40 Tropfen wird es wahrscheinlich ein Problem sein, ich weiß zweimal aufzuziehen, zu zählen, 1, 2, 3, 4, das ist das, nimmt eine Scheibe Brot, tut 40 Tropfen rein, isst das Brot. Geht sofort. Nehmt Vitamin D3, wenn ihr am meisten Fett habt. Mittagessen ist, wenn einer sagt von euch, ich esse eine halbe Sau zum Frühstück, nehmt es in der Früh. Aber meistens, die meisten essen Müsli, was auch immer. Mittag nehmt Vitamin D3 und danach, nach denen, brauche ich wie viel am Tag? Nur 10 Tropfen. Ganz einfach, ich nehme nicht so, sondern so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ihr seht, meine Hand ist da. Einfach ablecken und fertig. Gutes Training für die Männer. Die Frau wird gleich bemerkt, wenn der Mann nicht seine D3-Tropfen nimmt. Sei, pass auf, deine Leistung an die Bett nachgelassen. Nimm bitte deine D3-Tropfen, aber ich sponsere auch eine K2-Flasche, da haben wir zweimal am Tag oder so. Ganz einfach. Und die 10 Tropfen reichen mir. Das ist die Sonne, Karibik. Diese 10 Tropfen ist genau ein Tag Urlaub in der Karibik. War aber ganz leicht. Durch diese 10 Tropfen, 60% wie Arztbesuche, dein Körper funktioniert. Also ihr seht, und keiner hat die ganzen Jahre die Leute aufgefordert. Ich habe jetzt bei meiner Internetseite Volksvitamin D3. Dieses Vitamin D3 wurde verkauft mit 52 Euro, billigste 47. Ich bin hingegangen, habe gesagt, könnte ich Vitamin von D3 von euch haben? Ich will es den Leuten weitergeben. Sind Sie Arzt? Nein, Heilpraktiker? Nein, Sie kriegen gar nichts. Habe ich gesagt, okay, da wird ein Automechaniker mal dieses Vitamin D3 machen. Ich habe es gemacht. Ich sage meinem Mitarbeiter, Robert, was willst du verlangen? Sei 52, 47. Ich sage, mach 40. Würden die Leute sagen, ja, Robert, gibt es uns 12 Euro billiger, toller Kerl. Mach 35, er weiß was, nein, ich mache gleich 26. Ich habe gleich die Hälfte gemacht, Preis 26 in Euro drüben. Okay, Schweizer Franken kann man nach oben rechnen. Jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich, es sind viele Leute, die D3 haben, viele haben nicht so viel Geld, mach Volksvitamin D3. Nochmal 7 Euro, 19 Euro in Deutschland, 19 Euro, Schweiz, glaube ich, 21 Franken. Wer macht es? Keiner. Was passiert jetzt? Die ganze Robert, ja, Robert Franz will Menschen helfen. Ja, jetzt gehen wir Robert Franz schon. Gestern, Seite Volksvitamin D3 ist schon gekommen, Abmahnung, 1440 Euro. Herr Franz, Sie haben geschrieben, 80-90% der Leute haben Vitamin D3-Mangel. Heilaussage, Strafe, wow.
Wisst ihr, was ich gemacht habe? Bin gleich rein, habe die Studie gesucht. Dr. Zimmermann, 80-90% der Leute haben Vitamin D3-Mangel. Jetzt habe ich noch draufgeschrieben auf der Seite. Würde in Deutschland die Leute Vitamin D3 nehmen, können wir 18.000 Menschen retten. Studie habe ich auch und habe die Seite so gelassen. Ihr seht, kaum mache ich was, schon kommt mit dem Baseballschläger Robert Franz auf den Kopf, aber ich bin schon kein Kind von schlechten Eltern, müsste keine Angst haben, werde niemals aufgeben. So, ich sage, ihr seht, kaum habe ich was geholfen, schon kommt die ganze Lobby, will Robert Franz stoppen. Die ganze, klar, es gibt auch Hersteller, die sagen, ich gebe das Vitamin D3 jetzt auch mit 17. Toll, aber jahrelang habt ihr 52 verlangt. Genau wie OPC-Kapselfüllmaschine, die haben verlangt 245 Euro. Also, das, sowas macht man nicht. Habt die Kapselfüllmaschine rund auf 80 Euro. Jetzt können die Leute selber OPC füllen, kostet eine Packung 6-7 Euro. Warum hat es keiner gemacht? Immer sagt, es muss immer eines das Zeug brechen. Und darum sagen die Leute, Franz, ja, ich werde weiter von Ihnen kaufen, weil du wärst überall betrogen. Da kommt ein Typ und der klärt dich auf und steht für dich gerade, ich gehe auch Risiko ein, ich riskiere eigentlich mein Leben für was ich mache. Dann denkst du, okay, den Typen verdanke ich, werde ich niemals woanders hingehen. Und darum haben die Leute auch so viel Vertrauen. Jeder verarscht jeden und wenn einmal rauskommt die Wahrheit, der sagt, oh, jetzt kann ich auch billiger geben. Warum habt ihr es nicht bis jetzt gemacht? Dass er irgendwann muss man im Leben, was mir nicht gefällt, tue ich anderen nicht an und ich werde immer für die Menschen da sein. Ist mir egal, ob jetzt 50 Cent, 1 Euro, ist mir sowas von scheißegal. Bei manchen Produkten kommt es 0 auf 0 raus. Oder ich fülle meine Produkte bei Behindertenwerkstätten. Da zahle ich für ein MSM-Füllen so ein Ding, den kann ich füllen für 1,80 Euro. Wisst ihr, was ich bei Behinderten bezahle? 3 Euro. Ist mir auch, sagte Robert, wir können billiger machen. Nein, ist schon in Ordnung. Da müssen andere Leute auch leben. Wenn ihr heutzutage seht, wir sind arbeitslos und wer arbeitet Maschinen? Nein, jeder von euch will arbeiten, jeder von euch will, ich weiß, eine Berufung leben haben. Heutzutage kostet ein maschinelles Produkt teurer als ein Handgefährt. Wir haben keinen Bezug mehr auf, was menschliche Arbeit bedeutet. Und das finde ich nicht in Ordnung. Darum finde ich auch jetzt in der Schweiz, haben sie mehr oder weniger, glaube ich, haben sie nicht Grundgehalt. Aber ich würde, jeder Mensch von euch hat ein Recht auf ein Grundgehalt. Wenn die Pharma 200 Milliarden verpulvert, mit ein paar Milliarden durch jeden Grundgehalt. Und wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, da werde ich mir auch mehr sehnen. Und eigentlich, was ich mache, Robert Franz ist meine nächste Kampagne, jeder, der neu leben kommt, einer verkauft ein Auto, einer verkauft ein Fahrrad, nach zwei Wochen ist Fahrrad, Fahrrad, Fernseher, Fernseher, Auto, Auto. Was ich mache dich gesund, dadurch öffne ich dein Leben. Ich bin eigentlich der Typ, der die Wirtschaft ankurbelt. Ich mache den gesunden Verbraucher. Wenn ihr gesund habt, könnt ihr ganz Schweiß abkaufen. Wenn ihr krank seid, kauft ihr gar nichts. Außerdem, ich mache den gesunden Arbeitgeber. Wenn ihr gesund habt, könnt ihr 30 Jahre arbeiten. Und dadurch könnt ihr eure Familie ernähren. So, dass ich bin der Typ, der macht, was andere Sachen nicht machen. Und viele sagen, Herr Franz, Sie gehen ein schönes Risiko ein, habe aber kein Problem damit. Auch wenn ich morgen nicht mehr da bin, ich habe genug Menschen aufgeklärt. Nur ein Mensch, wenn ich helfen kann, ist für mich die Sache gemacht. So, dass ich werde wieder weitermachen für die Menschen. Ich habe gesehen, dass viele sagen, Herr Franz, Sie erkennen mich. Ihr werdet sehen, wenn ihr die 5 Sachen nehmt, meistens brauchen, viele haben brauchen keine MSM. Wenn ihr Vitamin D3 nimmt, wenn ihr Vitamin C nimmt, wenn ihr ein OPC nimmt, wenn ihr B12 nimmt für Gehirn, in einem Monat seid ihr neue Menschen. Was ist es? Selber zu machen. Und ihr seid auch nicht von mir abhängig. Ich gehe jetzt nach Hause, ich mache das. Du musst nicht zu mir kommen, ich tue dich nicht massieren, ich muss da keine Nadel im Rücken reinstechen und Leute sagen, ihr macht es selber. Und so ist auch Menschen geholfen, sich selber zu helfen. Und das ist auch richtig klar für Informationen, könnt ihr mir anrufen, was auch immer, oder sind die ganzen Leute, die Shops haben, aber so ich sage, durch dem habe ich die Pharma gebrochen. Was ich jetzt in Gesetz habe, es gibt kein Zurück mehr. Das hat so eine Eigendynamik, die können uns nicht mehr stoppen. Wir sehen, was da an Menschen sind. Ich gehe jetzt habe ich Seminar da. Danke. Das sind 400 Leute, 450 Leute. Morgen bin ich an der Messe. Nächsten Mittwoch bin ich in Linz, 700 Menschen. Übermorgen, besser gesagt am Mittwoch wieder in Linz, 700 Leute. Am Samstag 2000 Leute, Choralmhalle, Deutschlandsberg. Bedeutet, in einer Woche habe ich fast 10.000 Menschen aufgeklärt. Was mache ich in einem Jahr? Könnte ich denken, 500.000 Menschen. Die können, und die Menschen werden niemals von der Pharma was nehmen, die werden nur Leistungen in Anspruch nehmen, die ich nicht selber mache. Ich kann mich nicht zusammennehmen, was auch immer, aber sonst, ihr könnt alles selber machen. Viel besser risikolos. Die letzten 28 Jahre ist keiner gestorben an Naturbild. Keiner. Wisst ihr, was für die Pharma jährlich sterben? Jährlich weltweit 7 Millionen Menschen tot. 7 Millionen. Die ganzen Kriege seit der Weltgeschichte, wenn ich die Jahre zusammenzähle, haben nicht so viele Menschen getötet wie die Pharma. Was machen wir? Wir zahlen weiter. Eigentlich, wir arbeiten weiter für denen, wir buckeln weiter, damit sie uns vergiften. Und darum zum Thema Krankenkasse. Ich habe gesagt, ich zahle gerne Krankenkasse. Ich habe 250.000 Euro Produkte verschenkt.
habe wahrscheinlich 20, 30 Krankenkassen bezahlt. Ich habe gesagt, mit meinem Geld, wenn ich arbeite, ich will, dass die Krankenkasse mit meinem Geld kein Gift kauft und euch tötet. Ja? Mit meinem Geld will ich das Menschenleben, auf jeden Fall. Was heißt, Herr Franz, Sie haben nichts zu sagen, die Kohle ehren kann. Das heißt, nein, zahle ich nicht mehr. Gerichtsvollzieher habe ich in die Wüste geschickt. Seit 3 Jahren zahle ich keine mehr. Mit meinem Geld wird Gift gekauft, wird deine Tochter getötet. Und du mit deinem Geld tötest meinen Sohn. Eigentlich löschen wir uns selber auf. Das heißt, wir müssen langsam wegkommen von dem Zeug. Und nicht, ich will nicht sagen, dass wir Mörder sind, aber unwissend löschen wir uns einander auf. Und einer steht und lacht sich krank und korruptiert Politik und alles. Die ganze Politik ist korrupt. Ich habe in Deutschland, der ist von der Antikorruptionskommission, Herr Franz, wir gehen 1100 Mal im Jahr raus. Es werden Leute verhaftet und die Staatsanwaltschaft lässt sie frei. Wir sind verraten und verkauft. Politiker, geschmierte bayerische Ministerpräsident Seehofer sagt, ja, gegen die Pharma kann man nichts machen. Wow, da kann man schon was machen. Da auf die Bühne stehen und Menschen aufklären, das kann man machen, auf jeden Fall. Das ist das Erste, was man machen kann, Menschen nicht sterben lassen. So wie ich sage, es gibt keine Grenzen, mich kann auch keiner stoppen. Und ja, bemerkt, die Leute, jeder will was machen, ihr habt das Wissen nicht. Ich bin der Erste, der euch kippt in Sachen Gesundheit, eure erste kleine Erfahrung. Ich begleite euch ein wenig und viele von euch ziehen los, viele von euch erklären Menschen auf. Ich habe gesagt, viele haben Shops gemacht, Produkte, ich habe glaube fast 120 Arbeitsplätze. Da waren manche Leute, die sagen, Herr Franz, ich will den Menschen helfen, die haben weg. Der eine war Designer, der nächste war Versicherung. Nein, ich will das machen und helfen Menschen. Das ist wichtig, Sachen zu machen, wo lebenswert ist, nicht da, was auch immer. Die Leute verarschen. Erstens habe ich auch keine Versicherung. Wisst ihr, was meine beste Versicherung ist? Meine Erfahrung Gesundheit. Ihr könnt mich jetzt in der Wüste werfen, ich gehe mit Tuareg Salz holen, Eskamel-Scheiße, ihr könnt mich am Nordpol verfrachten, schlaf mit der Eskimo-Frau und es war Roswell. Das ist eure Versicherung. Merkt euch, Versicherung kriegt der Nächste. Aber so, Versicherung, vielleicht die Autoversicherung, was sonst, wir brauchen keine. Mit dem Geld von der Versicherung, jeder wartet mit 70, 80 die große Weltreise. Merkt euch, am Railing im Rollstuhl macht es keinen Spaß auf der AIDA. Und eigentlich jeder von euch muss jetzt leben, wenn ihr jung seid. Und wenn ihr gesund seid, könnt ihr jetzt leben. Halt nicht so, ich weiß, in die Scheiße rein, so viele Kredite und sowas. Eigentlich, man braucht nicht viel zum Leben. 300, 400, 500 € reicht zum Leben. Aber in dem Moment, wo ich Verpflichtungen habe, da brennt mir mein Arsch. Am Ende vom Monat kommen die ganzen Verbindlichkeiten und so. Aber so ich sage, merkt euch, was ihr noch gewöhnt habt im Leben, ihr sollt Nein sagen. Wir haben uns gewöhnt, überall Jein und Nein. Es ist Nein und wer dein Nein nicht akzeptiert, hat keinen Respekt vor dir. Viele von euch sind jetzt in einer Lage und sagen, ja Franz, ich bin Opfer. Ja, warum hast du nicht Nein gesagt? Hast 5-mal die Gelegenheit, merkt euch, alles, was ihr toleriert, genau wie wir die scheiß Pharma tolerieren, dann haben wir es. Da kannst du nichts mehr machen. So das Gewöhnen, nein, will ich nicht, mag ich nicht. Und Menschen, die in eurem Leben nicht da sind, müsst ihr gar nicht nachweinen. Leute, die in eurem Herzen habt ihr dabei, merkt euch, ja oder nein. Aber jeder will auf 2 Hochzeiten tanzen. Nein, merkt euch. Ihr müsst wissen, was ihr leben wollt. Und dadurch ist das Leben ganz einfach. Darum viel öfter bei den Seminaren sage ich den Menschen, schaut mich an, ich bin so ein Typ, erstmal bin ich angstfrei, mich kann auch keiner erpressen. Wenn es morgen keinen Kaffee gibt, trinke ich Wein. Wenn es keinen Wein, trinke ich Wasser. Und wenn nicht, trinke ich was anderes. Ich gehe zur Arbeit links von meinen, rechts von meinen. Und wenn nicht, springe ich oder fahre Fahrrad. Das Tollste ist das Leben, unabhängig zu sein, nicht erpressbar. Und ich sage, jeder hat seinen Preis, aber da kann die Pharma kommen und sagen, Herr Franz, da haben Sie 3 Millionen, oder suchen Sie den Sarg auf. Ich sage, weißt du was, schieb das Zeug irgendwo rein, habe ich keine Lust. Kein Mensch hat das verdient. Das finde ich toll. Einfach, ich bin eigentlich der freiste Mensch, was da rumläuft. Okay, ich bin halt 24 Stunden im Dienste der Menschen. Ich habe selten, reicht mir die ganze Zeit nicht, was da ist, aber ich bin froh. Ich habe so viele Menschen geholfen, werden auch viele Menschen helfen. Und das heißt, um Menschen zu helfen, muss ich mit euch Zeit verbringen. Ich muss bei euch sein. Ich kann auch gehen, wenn ein Bettler auf der Straße ist, ich sehe einen Bettler, sage ich, Moment, da werfe ich 20 Euro und fertig, erzähle, ich habe den Menschen geholfen. Nein, wenn ich ein Bettler, Sie wissen, was ich mache, ich gebe nicht die 20 Euro, ich sage, wisst was zu essen, wisst was zu trinken, ich gehe da holen. Aber dann läuft meine Zeit. Und die meisten von uns haben gewöhnt, meine Zeit ist wichtig, die will ich feiern. Andere Menschen sind es nicht wert. Doch, eure Zeit ist es wert, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und es nützt nichts materiell, sondern ihr müsst euch gewöhnen, um Menschen zu helfen, verbringt eure Zeit, gibt eure Erfahrung weiter, helft ihnen, gesund zu werden. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Okay, ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist. Machen wir kurz Pause, dass ihr noch auf die Toilette kommt. Vielen Dank nochmal. Bis nach der Pause. Danke.